Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 HD. Wir sind hier gerade irgendwo auf dem Weg zu einer komischen Hütte, nachdem wir ja hier mit der Seilbahn hergefahren sind. Und da sehe ich sogar wieder mal den Händler. Ist das nicht nett? Schön, dass man das auch mal wieder sieht. Und wir haben hier sogar Munition, die ich gerade nicht mitnehmen kann. Ist das ätzend? Wieso kann ich die eigentlich nicht mitnehmen? Hä, was zum... Na gut... Ja gut, wie macht ihr das jetzt am besten? Kombinieren? Vielleicht mit irgendwas? Alle Objekte außerhalb des Koffers ablegen, ja, hilft ja nichts. So, Pistolenmunition habe ich ja auch noch. Die ist ja auch schon voll. Oh Mann. Ja gut, dass ich die ja noch einigermaßen mit den anderen Gegenständen hier kombinieren kann. Aber blöd, dass sie ja dann verloren gehen. So, und hier habe ich noch die MP-Munition. Die ich leider nicht mitnehmen kann. Na gut. Herr Händler, hast du irgendwas Neues? Irgendwas? Nein, leider nicht. Aber wenigstens kann ich ja mal speichern. Weil ich ja sowieso jetzt gleich wieder einen etwas härteren Kampf vor mir habe. Deswegen wäre es ja gar nicht mal so verkehrt. Alles klar, so, Speichern ist erledigt. Dann können wir jetzt endlich weiter. Ja, und wir müssen hier durch. Aber das Gute ist ja, ich muss wenigstens Ashley nicht mit in diese Hütte hineinnehmen, um, ja, wenn ich da kämpfen muss. Also ist wenigstens schon mal eine gute Sache. So, da ist sie. Da muss ich rein. Na gut, eine Hütte ist es nicht unbedingt. Das sieht mir eher wie so ein oller Lagerschuppen aus. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt schon Angst, ehrlich. You better stay outside. Ashley, go hide. Ja. Ja, wunderbar. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich erstmal noch hier in aller Ruhe umsehen, aber so wie es aussieht, wird das wohl nichts. Ja, wer kommt denn jetzt hier wohl alles auf mich zu, frage ich mich da. Oh! Oh, Leon. Oh, scheiße, nein, nicht schon wieder. Ey, komm schon, das kannst du doch nicht machen. Oh, fuck. Oh, Mann, immer wieder derselbe Scheiß-Trick, ey. Ja, und jetzt komme ich nicht raus. Na, super. Oh, Gott. Jetzt wird es richtig ernst. Oh, nein. Scheiße, wenn ich geahnt hätte, dass ich jetzt hier noch reagieren muss. Oh, ja, das ist... Super. Leute, seht am besten nicht hin. Au! Das ist ätzend. Da habe ich ja nicht richtig aufgepasst. Scheiße. Jetzt habe ich überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass hier jetzt ein Quicktime-Event kommt. Verdammt! Verdammt, das habe ich echt total vergessen. Na gut. Kleiner dummer Fehler von mir. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Aber kann ich mich nicht doch vielleicht noch hier hinter schleichen? Nee, leider nicht. Na gut, dann jetzt eben halt nochmal auf ein neues. So, komm schon. Ja, gut, ausgewichen. Sehr gut. So, und das Fass erstmal nehmen. So, ich hoffe, du hast jetzt Spaß. Denn das wird jetzt nicht. Genau. Hasta luego. Yeah, geil. Das war hier eine schöne Sprengung durchgenommen. Aber so wie es aussieht, beeindruckt den das gar nicht. Alter, mit dem los. Alter. Ich mag manchmal gar nicht glauben, dass sich diese Typen das alles sogar freiwillig antun. Na gut, aber auf jeden Fall ist jetzt erstmal hier schön Zeit für die TMP. Und am besten... Oh, oh, verdammt. Okay. Oh, oh, verdammt. Alter. Das kannst du nicht machen, Mann. Oh.
Mensch, das ist nicht nett. Ih, das ist eklig. Das ist echt eklig. So, und ich werde das am besten mal hier kurz in höhere Gefilde aufbrechen. So, und... Oh ja, hier Munition. Für ich keinen Platz habe? Wieso nicht? Na gut, dann nehme ich erstmal später vielleicht. Oh, aber... Na nee, das wurde gerade, das kann ich ja auch nicht nehmen. So, wo ist der Typ? Wo ist er jetzt? Ist er jetzt hier oben? Ist er jetzt hier oben bei mir? So, und das war's. Habe ich ihm jetzt mal sein Unterleib runtergerissen. So, aber das beeindruckt ihn wenig. Ich gehe jetzt erstmal lieber ein bisschen wieder weg von dem Typen. Oh, und hier haben wir sogar wieder TMP-Munition. Die lade ich aber mal schnell nach. So, und zack. So, wo ist er? Ah, aua. Na gut, muss ich echt schon mal ein bisschen besser aufpassen. Okay, ich habe noch Heilspray und ich habe meine beiden Eier hier, meine beiden Goldeier. Komm schon. Au! So, jetzt wird's aber wirklich echt nervig mit dir hier. So, Brandgranate! Okay, das war scheiße. Okay, warum schieße ich die jetzt eigentlich überhaupt hier total ins Leere hinein? Habe ich es geschafft? Ja, ich würde mal sagen, ich habe es geschafft. Was glubscht denn da raus? So. Na gut, nehmen wir es einfach mal mit. Oh, Zeit für Neuwahl. Oh, ach so, nur ein Ausgang. Und du erhältst Glasauge. Igitt. Das ist sogar noch so glitschig schleimig. Naja, was soll's. So. Ich hoffe mal wirklich, dass der jetzt nicht nochmal aufsteht. Denn auf sowas kann ich echt verzichten. So, wie sieht jetzt eigentlich überhaupt mein Inventar hier gerade aus? Naja. Immer noch so unordentlich wie immer. Na schön. Dann mache ich das erstmal hier so und... Ja, weiß eigentlich ja nicht, was mir das jetzt eigentlich so in dieser Art bringen soll, aber egal. Moment mal, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe jetzt hier sowieso jetzt wieder schön Platz für rotes Kraut da. So, hier bin ich sogar alles so weit durch. Gut, dann hole ich jetzt erstmal noch das rote Kraut hier mit. Wäre echt schade, wenn ich das hier stehen lassen würde. Und noch ein bisschen Munition. Und hier habe ich sogar noch eine Handgranate, aber... Oh, warte mal, dafür hatte ich noch Platz gehabt? Wo denn? Ach, hier vorne. Ja, das ist ja wunderbar. Muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich jetzt hier nirgendwo mehr was untergebracht bekomme. Sehr schön. Oh, und hier auch noch gelbes Kraut. Ja, das kann ich ja zum Glück mit dem roten hier noch wieder kombinieren. Aber ich brauche trotzdem grünes, damit ich es ja benutzen kann. Oh, und wenn man vom Teufel spricht. Na also, da habe ich also auch erstmal wieder Spitzenheilung parat. Alles klar, gut, wohin jetzt? Irgendwo war doch hier ein Ausgang, oder? Ja, aber, ach ja, hier vorne. So, und rausspringen. Are you okay, Leon? Ja, alles bestens. Sehr gut. Ashley geht's auch gut. Wir haben das Glasauge, also können wir jetzt endlich diesen scheiß Laden hier verlassen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch jetzt wieder mit den Weg mit der Seilbahn zurücknehmen. Ich sollte lieber aufpassen, weil es kann jetzt sein, dass hier noch weitere Gegner kommen. So, erstmal hier wieder aufmachen und dann jetzt schnell zurück zur Seilbahn hin. Da vorne ist ja noch unser Freund der Händler.
Der ist ja auch noch da. So, und hier kann ich noch die TMP-Munition mitnehmen und... fällt mir eigentlich gerade ein... Ich hatte ja, glaube ich, noch etwas, was ich dem verkaufen konnte und das habe ich gerade, glaube ich, noch gar nicht getan, oder? What are you selling? Ich hatte ja, glaube ich, immer noch hier mein... Genau, den Bierstein hatte ich ja noch hier für 20.000. Thank you. Goldenes Hühnerei, Erste-Hilfe-Spray, kann ich zufällig noch was Neues kaufen? Erste-Hilfe-Spray geht gerade nicht, weil ich habe ja noch eins bei mir. Raketenwerfer. Hm, naja, den zu kaufen wäre Verschwendung, weil ich später sowieso noch einen für lau bekomme. What are you buying? Okay, und hier Sturmgewehr. Das will ich ja nicht tun. Und hier. Und später vielleicht. Also ich werde jetzt, denke ich mal, nochmal dieses Magazin hier leer schießen. Wenn jetzt hier jetzt gleich wieder ungebetene Gäste kommen, weil damit rechne ich ja jetzt sogar schon. Aber, so wie es aussieht, passiert hier nichts. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Na schön, dann kann ich ja jetzt endlich abhauen. So, aufsteigen. So, und die Fahrt wird jetzt sogar mal ein bisschen geskippt. Müssen wir auch echt hier nicht den ganzen Weg machen. Na schön, so, da ist ja auch der Händler. Der war irgendwie aus irgendeinem Grund mal wieder schneller als wir. Aber das macht ja nichts. Ist ja gut, dass er immer jedes Mal da ist, wenn wir ihn brauchen. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Lässt sich nicht öffnen. Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein. Dieses Licht sieht aus wie ein Gerät zur Iriserkennung. Ja gut, dann nehmen wir uns jetzt erstmal dieses glitschige Glasauge von dem Bürgermeister. Ja, und tatsächlich. Das Auge des Bürgermeisters führt uns in die Freiheit. Ja, oder in vielleicht größere Schwierigkeiten. Nee, warte mal, falsche Waffe. Ich wollte die hier haben. Wenn die ja so schon nett hier in der Ferne stehen. Halt die Fresse! So, Kopf weg. So, und der ist auch weg. Sehr gut. Ja, oh, das Gewehr kann ich ja eh irgendwann leer schießen. Oh yeah, das muss ich jetzt mal hier ein bisschen unterbinden. Und da habe ich aber, glaube ich, genau das Richtige. So, Vorsicht, einen kleinen Schritt zurück, Ashley. Schön aufpassen und... Okay, mehr passierte nicht. Ich dachte, da würde jetzt hier noch irgendwie... So, alles klar. Okay, dann versuchen wir es jetzt hiermit mal wieder. Okay, und ich brauche mal wieder eine Blendgranate. Sehe ich schon. Okay, gut, 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 gut. Das ist eine Weile außer Gefecht gesetzt. Ah, nein. Zwei von denen. Oh, super. Wenn ich geahnt hätte, dass das ist, dann hätte ich mir die Granate lieber nochmal aufgespart. Aber so geht's natürlich auch. So, jetzt sind aber meine Blendgranaten alle. Wirklich schade. Na gut. Die sind wir also erstmal los. Ich habe hier noch Kraut dabei. Gut, dann werde ich jetzt erstmal wieder mal hier meine Red 9 ausrüsten. So. So, und nachladen. Ah, okay, und hier ist ja auch noch etwas. Mal erstmal hier nochmal die ganzen Dinger hier öffnen. TMP-Munition haben wir hier. Und einen Seidenkristall. Oh, endlich mal wieder was Neues.
Okay, und hängen hier noch irgendwas in den Bäumen rum? Vielleicht mal wieder so ein olles Krähennest, das ich abschießen kann, aber... Ja, sieht nicht so aus. Und Schätze liegen hier, glaube ich, auch keine mehr rum. Also gut. Dann wird es jetzt langsamer Zeit. Wir müssen hier weiter. Oh, verdammt. On the other side of the bridge. Yeah. Oh je, ob das so eine gute Idee ist? You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah. Tja, Zuflucht in der Burg gesucht. Naja, ob das wirklich aber so eine gute Idee war? Na, ich weiß ja nicht. Gut, dann kann ich ja erstmal hier an dieser Stelle mal speichern. Ein bisschen Zeit habe ich aber zum Glück noch. Weshalb ich jetzt auch nicht den Part unbedingt beenden möchte. So, erstmal hier Kapitelende erstmal speichern. So. So, und dann wären wir auch endlich hier. Ein neues Gebiet. Ein komplett neues Gebiet. Und da ist auch endlich mal wieder unser Freund, der Händler. Welcome. Ja. Wir sind natürlich herzlich willkommen. Und er hat endlich was Neues. So, erstmal kann ich ja erstmal wieder hier Redman und so weiter hier tunen. Erstmal hier ein neuer Aktenkoffer, der ist wichtig. Und natürlich die Schatzkarte werde ich kaufen. Okay, Broken Butterfly auch sehr gut. Schrotgewehr, nette Waffe, aber... Nee, also gut, ich weiß ja, was ich kaufen will. Erst einmal habe ich vor, mein altes Sturmgewehr hier zu verkaufen. Okay, ich hoffe mal jetzt, dass das Ding jetzt hier gerade keine Kugel drin hat. Auf jeden Fall, das Sturmgewehr wird erstmal verkauft. Und im Gegenzug kaufe ich dafür jetzt hier das... Halbautomatik-Sturmgewehr. Nimmt zwar ein bisschen Platz weg, aber ist dafür um einiges effektiver und präziser als die andere Variante. So, und dazu kommt ja noch... Oh, Minenwerfer, der ist auch ganz schick. Feuere Minen ab, die sich an Objekte heften und nach einiger Zeit detonieren. Hört sich eigentlich cool an, aber ich denke mal, den hebe ich mir lieber mal für später auf. So, Zielfernrohr... Halbautomatisches Sturmgewehr. Das nehme ich auch noch mit. Das wird dann jetzt auch hier mit reingepackt. Thank you. So, dann kann ich erstmal tunen. Und da werde ich mich ja auch mal um das halbautomatische Sturmgewehr hier mal kümmern, damit das erstmal ordentlich hier Powerzuwachs hat. Und ja, Sturmgewehrkapazität 10 Schuss. Das hebe ich mir auf jeden Fall auf. So, okay, dann haben wir erstmal hier noch Feuerkraft für das Teil und Feuerkraft für die Red 9. Sehr gut. Und schon sind wir wieder total abgebrannt. Aber Moment mal, ich habe ja hier noch den Seidenkristall. Den kann ich ja nochmal wieder verkaufen, dann haben wir wieder etwas Geld in der Kasse. Wunderbar. Und hier habe ich noch ein Kraut, ein grünes. Und was ist hier hinter so? Gar nichts. Muss ich drumherum gehen? Geht das? Nein, geht nicht. Andere Seite vielleicht? Nur von der anderen Seite geht's. Habe ich ja auch noch irgendwas gesehen. Und zwar hier nämlich eine Kiste mit Geld drinne. Sehr gut. Und dann habe ich auch noch hier Zeug. Wow, fuck. Gut, bin ich ja nochmal rechtzeitig ausgewichen. So, aber die Schlange, die will ich ja noch schnell. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist die Snake? Snake? Okay, sie ist nicht mehr da. Na gut, vielleicht finde ich sie ja noch einmal wieder. Also irgendwo wird sie ja noch hier rumschlängeln. Dann kann ich sie ja nämlich abknallen und mir wieder ein Ei von ihr hier stibitzen. Aber ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo das Vieh jetzt hin ist. Na, die ist wohl weg.
Schade eigentlich. Also hier haben wir noch ein Spinell drinne. Und hier haben wir ein bisschen Geld. Jawohl. Ja, wir sind jetzt hier also bei der Burg. Aber ich würde mal sagen, bevor wir diese jetzt hier genauer besichtigen, würde ich mal sagen, ich beende an dieser Stelle mal den Part und bedanke mich mal wieder hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Let's Play Resident Evil 4 HD. Macht's gut, Leute, und bis dann. Ciao.